Gut, okay, hat jetzt natürlich etwas Zeit in Anspruch genommen, aber wir haben jetzt schon storytechnisch ein bisschen was erfahren und ich finde es einfach mal ganz nett. Nun sind wir in der U-Bahn. Brabbelt der da so? Wahrscheinlich. Okay, das ist unseres. Jessie ruft an, die kleine Rübe. Könnten wir das jetzt auch ignorieren? Nein, wir nehmen es natürlich an. Jessie. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? I guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Won't find me in a phone booth. Ja, brabbel doch rum, du hier. Okay, also. Ja. Der Brad oder wie er hieß, ich hab's ganz ehrlich vergessen. Der würde also Ashleys Stelle besetzen. Ist ja nicht so, als ob sie zurückkommen würde. Ja, das ist manchmal echt schwer für Zurückgebliebene, dann wirklich da Sachen oder so zu verarbeiten, die mit den Verstorbenen zu tun haben, aber man muss ja auch weitermachen im Leben, so hart es klingt. Was ist das denn hier? Das sieht eher aus wie so ein Architektenbüro als wie ein Gehirnscan-Labor. So. Where is everyone? Thought this place would be busy. Ja, dachte ich irgendwie auch so ambulanzmäßig und Alter. Was macht der Clown da? Ich mag keine Clowns. Ich hoffe, ich habe gerade nicht übersteuert. Okay, jetzt ist er. Okay, was heißt Architektenbüro über? Oh, Toronto, jetzt sieht man's. Ja. Kanadische Flagge. Aber da draußen geht ja auch überhaupt nicht zu. Ups. Naja. Ist wohl ein Tag, der nicht so voller Bedeutung ist. Gut, eine Leiter. Hier werden wohl noch Kabel verlegt. Ich sehe schon. Ich würde mir auch einen Becher nehmen. Aber ich mag diesen Wasserkanister. Okay. Das war ich jetzt aber nicht. So, dann mal gucken hier. Einmal hier die Vorhänge noch aufziehen und dann mal sich hier umgucken. Ich meine, das macht man ja einfach so. Aber was kann's schaden? Warte mal, erstmal hier gucken noch. Okay, Bücher. Ja, hier ein bisschen verzwickt. Was haben wir denn hier? Ein Stick. Oh Gott, weg mit dem Skalpell. Das Gehirn kann sich selbst heilen. Das Gehirn verfügt über verblüffende, transformative Fähigkeiten, eine Formbarkeit, die ihm ihre Kompensation und sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktorand der Neurowissenschaft der York-Universitäten von Toronto. Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und sein Kollege David Munchie, seines Zeichens Student der Computerwissenschaften, anzuregen erhoffen. Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen, dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen.
Manchi und Berg suchen dabei aber nicht nach dem Wundermittel, sondern nach der optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten. Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, das man ein Nakajima-Neurograph nennt. Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Manchi. Aber anstatt eines statistischen Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung ihr Gehirn unterwegs ist. Dabei handelt es sich nicht um eine weitreichende Vorhersage, sondern nur um Millisekunden, aber mit der richtigen Computerhardware können Berg und Manchi jede Art von Medikament verabreichen, ohne dabei zu riskieren, das tatsächliche Gehirn zu schädigen. Wir könnten versuchen, ihrem Gehirn eine Überdose Schmerzmittel zu verabreichen, während der Körper einen Marathon läuft, führt Berg als Beispiel an. Es ist nur ein Computermodell. Wir sind in der Lage, sie eine Million Mal falsch zu behandeln, nur um die richtige Methode zu finden. Und wenn sie schließlich die optimale Behandlung finden, wenden wir sie an den tatsächlichen Patienten an. Ihr Forschungsprojekt steckt zwar noch in den Anfangsstadien, hat aber schon die Aufmerksamkeit der PACE Laboratories auf sich gezogen, die ihnen hinsichtlich Ausrüstung und Arbeitsbereichen unter die Arme greifen wollen. Wir haben großes Glück, solche Unterstützung zu erhalten, sagt Berg. Jetzt müssen wir nur noch das Rampenlicht verlassen und das Konzept auch umsetzen. Okay, hier sieht man ja Berg und Manchi. Da unten die beiden. Finde ich gut, wenn ich es kurz so lese. Also hat er ja eigentlich krass erklärt. Wir können sie eine Million Mal falsch behandeln, bevor wir sie dann tatsächlich behandeln. Also so ein Gehirnscan anfertigen quasi, hätte ich es so verstanden. Und dann halt eben virtuell oder so, also theoretisch quasi ausprobieren, welche Behandlung denn anschlagen würde. Und das ist ja eigentlich so gesehen gut, weil wenn du was am tatsächlichen Gehirn behandelst und das ist dann schlecht, dann ist es aus. Aber da kannst du halt dann sagen, gut, probiere ich es halt jetzt am nächsten Scan aus. Finde ich nicht blöd. Ist gut. Warum gibt es sowas nicht in echt? Weil es wahrscheinlich ganz schön schwer ist. Science Fiction, ja. Aber das spielt ja 2015 schon, das Spiel. Soweit war mal letztes Jahr noch nicht. Neurographie, Nakajima, okay, Notizen auf jeden Fall. Okay. Dann setzen wir uns doch mal hier hin und gucken, was da ist. Oh, von David Manchi. Jetzt scannen. Datum 2. Mai 2015. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jared erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. Okay, also das ist der Notebook vom David Paul. Ja, Paul Berg. Oder Paul Berg. Mein Gott, wie man es halt nimmt. ja. Der ist gerade nicht da. Mach dein Zeug bereit. 25. April 2015, auch von David Manchi. Hi Paul. Habe mit Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh noch und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro benutzen können. Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem könnten wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir könnten uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Peake am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. Das sind dann wahrscheinlich wir. Wir sind ausgesperrt. An David Manchi. Haben wir am 30. April 2015 gesendet. Der Paul. Im Labor. Belegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Wei dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der unsere Laborbenutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht ins E-Mail oder Textmeldung weiterleiten. Werde aber eine Notiz oder sowas dalassen, falls wir ihn vergessen. Paul. Okay, also Zugangscode. Muss eine Notiz da lassen. Aha, okay. Notiz, warte mal. Den werden wir doch bestimmt gebrauchen, so wie ich das Spiel kenne. Oder wie ich die Spiele von Amnesia kenne, von Frictional Games. This is the place, right? Must be. Let's just call Machi real quick.
Wir gehen natürlich nicht einfach so rein. Oder wir gehen schon einfach rein. 2501, glaube ich. Ha, bin ich gut im Merken. So, und das macht man ja auch einfach, Leute. Macht sowas nicht, selbst wenn ihr einen Code findet. Macht das nicht. Zum Rennen, Shift. Ah, wir rennen ja nicht. James, Mann, okay. Firehouse. Okay, mal gucken. Also, eigentlich geht man nicht einfach irgendwo rein, aber hey. Ich denke mal, das ist okay. Okay, ein Bild von einem Eisberg. Was haben wir hier? Oh Gott, ist das Röntgen? Oder, ich weiß nicht, für was dieses Zeichen war. Dann, da gehen wir noch nicht rein. Oh, hallo. Lauter Technikkrams. Noch ein Akkubohrer. Akkubohrer. Ja, wenigstens liegt er. Wow. Zu viel Technikkrams. Und eine Spritze. Aber hier können wir auch gar nichts machen. Außer das Licht aus. Okay, dann gehen wir doch mal zum guten Doc, der da hinten so rumstand. Ich gehe mal davon aus, dass es der Doc war. Okay, jetzt sind wir eigentlich bei uns. Jetzt können wir ja alles unordentlich lassen. Doktor! Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction, to help people like you. Oh, did you, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Mhm. Ist ja doch gar kein Doktor. Naja. Aber gut, was soll denn schon bei einem Gehirnscan passieren? Ja, das werden wir dann schon sehen, würde ich sagen, oder? Ich meine, eigentlich kann ja so ein Gehirnscan nicht wehtun oder so. Jetzt lass mich doch erstmal umgucken hier. Mann, Mann, Mann. Ich möchte doch wenigstens wissen, wo ich hier mein Gehirn, in welche Hände ich hier mein Gehirn gebe. Hallo? So, what exactly are we doing? We're gonna do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise this would be a huge waste of time. Na dann, fertigen wir doch mal einen Scan an. You know, a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your brain completely, but we should be able to make those X months turn into years, decades even. And if you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able to get you to outlive the best of us. Mm-hmm. I really hope you're right about this. Me too. This could make a huge difference for how we treat people with brain damage. So, what do you say? Should we get going? Ja, behandelt's mich auch gleich. Take a seat. Na dann. Also, fertigen wir einen Gehirnscan an. Was kann dabei schon passieren eigentlich? Jetzt sind wir dann... Ein kurzer Schluck genommen. Jetzt sind wir dann wahrscheinlich hier bei irgendeinem verrückten Professor im Labor. Das muss ja irgendeinen Haken haben, die Sache. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls.
That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Na, hoffentlich tut das nicht weh. Ich meine, das ist die eine Sache, wenn du einen Blitz siehst, so einen Fotograf-Blitz, so oder irgendwas dein Gehirn scannt. Ich meine, wie soll das aussehen? Ja gut, wahrscheinlich ähnlich wie so eine MRT-Aufnahme sein, oder? Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? This isn't funny. Sind wir eingepennt oder so? I'm not supposed to put myself in. This is kind of stressing me out. Hey! Anyone? Wo sind wir? Ich meine, ich habe ja einen Trailer gesehen damals. Ich kann mir denken, wo wir sind, aber wie sind wir da hingekommen? Haben die uns irgendwie, weiß ich nicht, dass der Gehirnscan. So, keine Ahnung, ein Schlafen lässt und wir quasi jetzt schlafend irgendwo hingebracht wurden, weil wir sind ja nicht mehr, auch wenn der Raum gerade auf den ersten Blick so aussah, wir sind ja anscheinend nicht mehr in dieser Station, das ist ja alles anders jetzt. How did I get here? Automatisiert Terminal Freischaltung über Servicekonsole. Okay, da können wir nichts machen. Da hinten ist doch was. Zum Zugriff Omni-Tool einführen. Servicekonsole, Omni-Tool Chip Install, Installationsprogramm. Bauen, formen und optimieren Sie Omni-Tool mit vollständigen benutzerdefinierbaren Werkzeugen und Hilfsmitteln. Toolbox, Werkzeugkasten. Okay. Boah, ist das krass gerade. Der Atmosphärwechsel. Anzüge. Okay, da können wir nicht raus. Scheibe, irgendwas hat die Scheibe eingeschlagen, zumindest versucht. Okay, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier raus? Mann, Leute, also das ist jetzt gerade so ein Wechsel von den Sachen hier. Die Tür eintreten. Hat sich das da echt verteilt? Ja, das ergibt Sinn. Ich klebe da den Feuerlöscher dran. Und die Scheibe zerspringt. Okay, wir müssen die Scheibe einschlagen, nicht die Tür eintreten. Ich weiß bloß nicht, wie es dazu kam.
Okay. Caution, no storage, okay. Keine Lagerung erlaubt. Alter, Lampe, wehe. Electric Hazard. Okay. Ah, jetzt müsste die Tür aufgehen. Aha, okay, okay, okay. Gut. Die Frage ist, wo sind wir hier? Da kommt Gas raus. Thermal Plant, Break Room, Observation Tower, Observation Tunnel, Security Tech Depot. Okay. Da sind Ketten überall rum. Kann man nicht abmachen. Oh, it's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Ja, das frage ich mich auch, aber... It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Okay, das ist jetzt kurz angebrannt, war die Gleis-Konversation. Sie draußen behalten? Oh Gott, wen denn draußen behalten? Wir hatten gerade anscheinend irgendeine Erinnerung oder so. Kann das sein? Weil im Moment ist ja keiner hier. Okay, First Aid. Okay, Toiletten. Ein zerbrochener Spiegel. Seife. Bäh. Nee, lieber nicht. Lieber nicht, lieber nicht. Okay, machen wir mal zu, nicht, dass da noch das Toilettenmonster uns holen kommt. Was ist das? Das sieht nicht lecker aus. Das ist ja nicht mal Blut oder so. Das ist irgend so eine schwarze Flüssigkeit. Ja, wie eklig ist das denn? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Okay. Okay. Hallöchen. Hier der Aufräumkerl. Was haben wir hier? Munchprint. Plättchen bauen oder was? Ih, jetzt sitze ich daneben dieser Flüssigkeit. Ist das eklig? Ja, ist das eklig. Oh, ich habe Messer. Haha, es kann mir nichts mehr was tun. was ist denn das? Miso. Foodkorb. Ach, das sind... Okay, das ist Essen? Nudeln. Reis. Okay. Was ist da in den Boxen drin, oder was? Okay. Ich komme nicht mal auf den Stuhl. Wie hoch kann der sein mit Springen? Nicht sehr hoch, schätze ich. Home is state of mind. Home is a state of mind. Okay. Ja, gut. Kaffee hier, Müll. Kann man sie wieder aufräumen, aber nö. Aber nö, aber nö. Machen wir das doch jetzt mal nicht, würde ich sagen. Gucken wir uns lieber noch ein bisschen um.
Hallway to Hell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, the Hallway to Hell, ja. Eine lustige Wendung war das jetzt hier. Wie sind wir jetzt aus Toronto hierher gekommen? Hier sieht es ja ein bisschen abgespaced aus. Science Fiction, okay, klar, war zu erwarten. Aber wir müssen halt noch rausfinden, wie wir herkommen. Ich muss sagen, das Let's Play habe ich jetzt auch nur bis zu diesen Punkt eben gesehen, quasi, bis man hier eben wieder aufgewacht ist und ein bisschen rumgeguckt hat. Weiter habe ich dieses Let's Play damals nicht gesehen, weil ich mir dann gesagt habe, komm, das spielt sie selbst. Ja, das hat eben schon her, ich habe auch die Storyteile eben wieder vergessen. Ich wusste nur irgendwas Science Fiction, okay. Aber es sah halt dann so interessant aus irgendwie, dass ich halt eben, ja, jetzt hier sitze und das mit euch spielen will, hoffentlich. Aber jetzt bin ich so an meine Stunde auch in eine Zeit gekommen, die ich eben erstmal machen wollte, eben weil ich jetzt auch noch Sachen zu tun habe und so. Ich werde es jetzt einfach mal dann schneiden und hochladen und auf jeden Fall weiterspielen. Nicht, dass mir hier die Spieldata auch noch weg verloren geht, wie bei Outlast. Nein, aber Soma wird man jetzt dann erstmal durchziehen, hoffentlich, weil ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, um zu erfahren, wie wir hier gelandet sind mit unserem Simon. Ja, dann danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Soma. Tschüss!